Reichweite von dem Molotow-Cocktail, also. Ich will ja eigentlich wenn auf den Typi vielleicht doch. Jetzt könntest du es vielleicht sogar schon schaffen. Oh Gott, ich hab Bing gehört. Ich höre Bing, ich höre Bing. Irgendwer hat mich gesehen. Renn weg und dreh dich um. Jetzt dreh dich um. Dann sehen die dir. Dann kannst du die angreifen, wenn die mal. Oh, die sind schon zu weit weg. Ganz ehrlich, du hättest sie voll gut rauspullen können damit. Zu weit weggerannt, schade. Ach, das wäre. Die hättest du so fertig machen können, außer du hättest wieder im falschen Moment Dreieck gedrückt. Entschuldigung, aber ich wette ich wahrscheinlich das ganze. Ist das halt ganze sehr Aufnahme interessant, dass die mich offenbar ab irgendeinem Punkt, wenn die hier irgendwo stehen, sehen können. Du solltest auch aufpassen, da ist, glaube ich, eine zweite Patrouille noch. Kann ich. Ich will eigentlich. Du kannst ja mal versuchen, einen zu pullen und dann so laufen, dass du in dem bei dem Schießenden nicht im Dings stehst. Im Sichtfeld. Ah, das ist schon mal gut. Jetzt warten dort. Oh, weil nein. Nochmal disconnecten. Wäre nicht gut. Nein. Ah. Oh. Ja. Komm her. Lass ihn rankommen. Es tut dir gerade kein anderer was. Ja, da kommt ein Ding jetzt poppt. Nein, die tun nichts. Die tun nichts. Die gehen woanders hoch. Alles gut. Und jetzt schalt ihn aus. Genau. Sehr schön. Vorsicht. Zurück, zurück. Der andere, der Schütze, ist wieder. Warten, bis der nicht mehr auf dich zielt. Beziehungsweise bis er das Interesse an dir verliert. Aber es wird so langsam. Ah, oh, jetzt wäre es gut, wenn die dich irgendwie mal sehen und. Ah, jetzt kommen sie. Sie kommen. Nicht zu weit weg, nicht zu weit weg. Lass sie rankommen. Genau. Okay. Oh, der andere ist gar nicht mitgekommen. Cool. Nee. Ist er nicht. Der ist ja ein Freund. Kameradenschwein. Ja, ehrlich, die sind einfach alleine. Ah, die kommen da runter. Vielleicht kommt davon auch wieder einer oder beide. Oh, jetzt. Ja. Oh Gott, das sind beide. Warte. Anvisieren kannst du jetzt, ja. Nein, ich will den anderen. Gib mir den anderen. Hallo? Ja, danke. Hi, so, rankommen lassen irgendwie. Komm her. Ja, sehr schön. Und Angriff. Gut. Okay. Oh, und weg ist er auch schon. Also, schön geworden. Okay. Also, so langsam metzelst du dich da durch, weißt du das? Du machst das gerade sehr schön. Ganz, ganz langsam. Und du hast sogar immer noch eine Blattweil. Warte mal, kann ich den? Nein, immer noch nicht. Ach, Mann! Da ist der andere von dem anderen, den du schon umgebracht hast. Komm her! Kannst du ihn doch wieder abschießen oder sowas. Ja. Jetzt komm her! Ach! Verdammt. Jetzt von hinten! Ja! So, komm her. Ah, das war zu weit weg noch. Au! Vorsicht, jetzt könnte es passieren, dass. Schütze wieder. Kameraführung at its best. Ja, also ich hab das mal übrigens gespielt und Vinti hat ein bisschen dabei zugeguckt. Die hätte bald das Kotzen gekriegt vom Zugucken bei der Kamera. Da hinten läuft noch einer von den Fackeltypis rum. Ja, nee. Oder hat er was anderes? Nein, du siehst mich nicht. Ich möchte das Oh, er kommt! Übrigens, also wenn du jetzt irgendwann in der Situation sein solltest, an ihn ran zu müssen oder nur noch an ihn ran zu können oder sowas, dann kannst du auch gerne laufen bzw. die Treppe da hochrennen, die Patrouillen immer nehmen. Der Typ wird dich nicht treffen, weil die Kugeln einfach so langsam fliegen. Die müssten auch gerade auf dich zufliegen und du müsstest wirklich dann keinen Seitenschritt machen können oder. Ja. Guck mal, du siehst mich. Los, nochmal schießen. Aber näher ran und schießen oder so. Und jetzt. Weg. Der andere könnte. Nee, tut er nicht. Gut. Hui. Yay! Ich bin jetzt offiziell weiter als vorhin. Ja, sehr schön. So, da läuft aber immer noch
noch so ein Fackeltyp rot. Okay, ah, da, den vielleicht auch ranpullen mal. Das ist außerdem immer noch eine Mistgabel. Los, Alter. Jetzt ran! Ja! Jetzt. Vorsichtig, der oben schießt auf dich, aber das ja, hast ich du hab's gut, gesehen. Gut abgewehrt, beziehungsweise gut ausgewichen. Au, au, au. Ja! Okay, also der andere hat zwar immer noch weiter auf dich geschossen, aber jetzt müsste eigentlich das Interesse verloren haben. Okay, mehr habe ich jetzt tatsächlich dann auch nicht mehr gesehen, wenn das der war, der da oben die ganze Zeit. Ja, ja, also viel ist da definitiv nicht mehr. Außer vielleicht hinter dem Scheiterhaufen noch einer, aber den pullst du ja eventuell gar nicht, wenn du erstmal den da oben fertig machst. Okay. Aber gut, das weiß ich ja nicht. Ich habe das Spiel ja nie gespielt, ha. Nein. Also deswegen, ich darf dir da eigentlich nicht sagen, was nur. Vor allem, der sieht eigentlich aus, als wäre der auch, oder? Der steht einfach da. Ja, aber was für ein Gegner könnte das sein? Sag mir nicht, dass das ein neuer ist. Nee, den gleichen Gegner siehst du auf dem gleichen Achso, Screen nochmal. Halt einer von denen da oder so. Ja, also versuch doch mal, weiß ich nicht, also du hast ja gesehen, ja, die Patrouillen sind weg. Übrigens, Leute mit Schusswaffen werden nicht auf dich zugestürmt kommen. Du kannst. Oh! Nein, kannst du nicht. Außer, schade! Außer du stehst näher dran. Also wenn du näher rangehen würdest, könntest du auch das tun, denke ich. Dann musst du halt das im richtigen Moment. Nicht in diesem Moment eigentlich, aber du hast es ja trotzdem. Oh nein, okay, alles klar, der hat eine Knarre, okay. Ja, das wollte ich dir damit sagen. Oh, das war ganz knapp im letzten Moment ausgewichen. Oh fuck, okay. Ja, also wenn du jetzt, ja, mal gucken, was passiert. Oh, Dreieck, ist eine gute Taktik. Ja, eine ganz gute Taktik. Nee, also ich meine jetzt wirklich, weil das ist ja schließlich im richtigen Moment benutzt, nicht wenn du eigentlich angreifen willst. Kann ich nicht auch wieder einfach einen scheiß Monoton auf den drauf? Oh Leute, da ist noch was. Da ist ein Hundevieh. Da ist ein komisches Hundevieh. Warum ist da ein komisches Hundevieh? Schön, dass du es gemerkt hast. Warum ist da ein komisches Hundevieh? Das ist dir die ganze Zeit nicht aufgefallen, oder? Ich war bis jetzt noch nicht so weit, ja? Ja. Oh nö. Okay. Alles klar. Also du könntest, wenn der jetzt zum Beispiel alleine wäre und du dich nicht um das Hundevieh kümmern müsstest, beziehungsweise wer weiß, vielleicht hast du auch das Glück. Ich weiß nicht genau, ob das mittriggert, wenn du an ihn rangehst. Aber wenn du immer seinen Schüssen ausweichst, während du an ihn rangehst, ist der kein Problem für dich, der Schütze. Hauptsache, du hast immer im Hinterkopf, dass dieses Hundeviech noch da ist, ne? Außerdem, es gibt noch andere Wege, die du einschlagen könntest, ohne dass einer von den beiden dich sehen könnte. Daran solltest du denken. Oh Gott, jetzt gibt's ja auch noch 50.000 verschiedene Möglichkeiten. Ja, du kannst dir jetzt aussuchen, wo du langläufst. Auf jeden Fall, du musst sie nicht frontal angehen und das solltest du immer. Okay, ich könnte irgendwo von hinten kommen, alles klar. Gibt zwei Wege, die mir einfallen würden. Ach, der Werwolf ist cool. Ja, ne? Wieso bin ich nicht eigentlich ein Werwolf? Ich weiß gar nicht, ob das in dem Spiel vielleicht auch geht, aber nee, ich glaube nicht. Ich will ein Werwolf sein. Dann fährt ich. Ich will ein Werwolf sein. Also doch die Frontale. Du sollst den hier bitte weiter anvisieren. Hey, schieß nochmal. Los. Der will nicht, dann geh doch auf ihn zu. Er legt aber, ja erst sein Gewehr an. Was machst du? Warum schießt du auf ihn, während er auf dich schießt? Du kannst doch lieber ausweichen, sein Zeug. Oh nein, das Wundervieh kommt. Okay, das Wundervieh kommt. Okay, cool. Hi, Hundevieh. So. Okay, das Hundevieh geht weg. Das Hundevieh geht weg. Okay, finde ich gut. Oh nein, nicht lenken, bitte nicht. Hör auf. Hey, hallo, du da. Hi. Ja. So, ja, hi. Übrigens, also was deine Schüsse ja verstärken würde, ist, je näher du an dem Gegner dran stehst, desto mehr Schaden machen die. Das Hundevieh hat sich wieder bewegt, ich hab's gesehen.
Ich finde den eigentlich eher süß, als dass er jetzt gefährlich momentan wirkt. Geh weg, komm, geh weg. Wie so ein alter, müder Wachhund. Geh hinter ihm weg, los. Der da noch? Wo ist denn der Hund? Ich weiß es nicht. Der ist hinter dir. Alter, wenn er jetzt irgendwie hinter mir wäre, ne? Hey, aber jetzt mal im Ernst, muss er hin? Keine Ahnung. Ah, ich glaube, ich sehe ein Stück von ihm. Er ist, oh! Hund! Hund, wo bist du? Hund! Ich meine, er ist da hinter dem Wagen. Also, da bewegen sich Pixel. Hä? Ich weiß nicht, ob du das sehen kannst, aber ich sehe da hinter dem Wagen, dass sich Pixel bewegen. Also, da bewegt sich was, das wird der Hund sein. Oder ein anderer Gegner, der noch schlimmer ist. Ganz ehrlich, ich sehe gerade echt nur den Typen. Naja, dann hau rein. Aber der Hund ist da irgendwo. Ich will wissen, wo. Hey. Zu weit weg. Na Mann! Da kommt der Hund. Ah, da ist er. Okay, alles klar, cool. Hi. Jo, und jetzt? So, ja, hi. Hund, du siehst mich nicht. Hund, super. Das Feuer ist zu hell dafür. Oh, Leute. Hallo, ich hab mich bewegt. Ey, ganz ehrlich, in der Zeit, die du dafür jetzt gerade brauchst, hätte ich schon ganz andere Sachen gemacht. Auch im ersten Durchlauf. Ja, ich weiß. Ich hab gleich gesagt, dass ich die Spiele... Okay, Hund, komm her. Okay, was kannst du? Oh, Leute! Er kann anspringen, los! Ja! Siehst du, so schlimm ist der doch gar nicht. Okay. Obwohl, er hat dir ja keinen Schaden gemacht, also weißt du nicht, wie viel so sein Anspringen oder sowas... Ach, ich will nicht zu dem Tor! Ich weiß ja, was passiert, wenn du bei dem Tor bist. Ich will nicht zu dem Tor, ich will nicht zu dem Tor, ich will überhaupt gar nicht. Oh Gott, das hört sich schon an wie so ein kleiner Halt. Was? Oh. Ein was? Hyde, Dr. Jekyll, Hyde und so. Ach so, Mr. Hyde von Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Keine Sorge, es wird, also wenn du es dann siehst, es wird definitiv kein Mr. Hyde sein. Es wird eher so aussehen wie ein nicht so grüner Hulk. Entschuldigung, aber ich finde das einfach zu köstlich. Wo muss ich da hin? Kann ich nicht einfach hier irgendwo? Du könntest ja mal sehen, ob du mit deinen Blutechos schon irgendwas anfangen kannst, wie zum Beispiel aufleveln, aber... Aber wo könnte ich das... Oh Gott! Aber dann müsstest du dich durch die gleiche Gegnergruppe nochmal durchkämpfen. Ach nö. Ja gut, also die kommen halt immer wieder, wenn du dich teleportierst oder stirbst. Okay. Guck mal! Oh Gott! Oh nein, aber warum? Kann ich dich... LOL! Ah, scheiße, ich kann wahrscheinlich nicht hier drüber werfen, oder? Nee, das denke ich geht nicht. Also du wirst schon näher an ihn ran müssen, aber du kannst auf eine gewisse Distanz an ihn sogar ranschleichen. Das ist Igor. Hallo Igor. Igor? Was ist das? Stehst du auf? Oh! Nein, also solche, die so ein Leuchten dran haben, die stehen gar nicht auf. Ich habe noch keinen in dem Spiel gesehen, der das gemacht hat. Moment mal, ich kann hier runterlaufen und dann... Ja. Okay. Auf. Fuck. Man könnte sogar fast sagen, du musst. Achso, okay, ich muss da runter. Da ist eine Lampe für Leute, die mit ihr sprechen wollen. Ja, aber die wollen mir doch alle gar nichts sagen. Also es gibt tatsächlich welche, die nett zu dir sein können, aber nicht alle. Die da zum Beispiel nicht. Ja. Yeah. Ich stimme dir total.